Darauf gibt es zwei Antworten, die alle beide ein bisschen richtig und ein bisschen falsch sind. Die erste la lautet, der Staat und die Jugendämter gucken immer kritischer und feindseliger auf die Familien in Schwierigkeiten und nehmen immer häufiger und ungehemmter Kinder aus Familien raus. Und die zweite Antwort lautet, der Staat und die Jugendämter gucken genauer hin, haben nicht mehr so ein dickes Fell wie früher und sehen die Not der Kinder und reagieren darauf. Und wenn man beide Antworten zusammen betrachtet, kann man sagen, es ist sicher sinnvoll, genauer und sorgfältiger hinzugucken auf Signale der Kinder, dass sie in Not sind, nicht nur in den Familien, sondern auch an anderen Orten. Und das Zweite ist, es hat keinen Sinn, eine Kultur des Misstrauens gegenüber den Eltern zu fördern und die nur feindselig zu betrachten und nicht zunächst mal zu überlegen, wie können wir dich so unterstützen, dass du deinem Kind besser gerecht werden kannst, als das vielleicht zurzeit jetzt der Fall ist. Ja, also man sollte sich schon überlegen, und das ist eine wichtige Frage, ob wir die Familien eigentlich richtig gut und intensiv unterstützen, wenn sie in Krisen geraten, oder ob die Unterstützung halbherzig ist und zu spät ist. Und wenn wir die Kinder herausnehmen müssen, dann ist das nicht unbedingt eine Katastrophe. Also für die Kinder nicht unbedingt, aber für die Eltern auch nicht in jedem Fall. Sondern dann können wir die Eltern und die Kinder unterstützen, wie sie den Kontakt halten können, wie sie ihre Beziehung weiterentwickeln können, wie die Kinder vielleicht auch wieder zu ihren Eltern zurückkehren können und die Voraussetzungen dafür geschaffen werden können. Also da können soziale Dienste einiges tun.